Hallo zusammen und willkommen. Experten gehen davon aus, dass Millionen Deutsche unter einer Schilddrüsenerkrankung leiden, auch wenn es bisher noch keine genauen Zahlen gibt. Frauen sind zudem viel häufiger betroffen als Männer. Bei den meisten macht sich die Krankheit ab dem 40. Lebensjahr bemerkbar, wobei es mittlerweile immer mehr jüngere Patienten gibt. Bestimmte Veränderungen der Schilddrüse kannst du als aufmerksamer Beobachter gut wahrnehmen, vor allem bei einer Schilddrüsenüber- oder Schilddrüsenunterfunktion. Die Anzeichen bei Knoten und Kropf sind hingegen nicht mehr so einfach zu erkennen. Welche Symptome bei welcher Funktionsstörung auftreten und wie du eine erkrankte Schilddrüse erkennst, erklären wir dir im heutigen Video. Los geht's! Kommen wir aber zuerst zu der Aufgabe der Schilddrüse. Die Schilddrüse hat ihren Platz im Hals gleich unterhalb des Kehlkopfes. Ihre grundlegende Aufgabe ist es, den menschlichen Körper mit den beiden Hormonen Thyrotyronin und Thyroxin zu versorgen. Hierbei wird das Thyroxin, kurz T4, aus Eiweiß und Jod gebildet. Das T4 wiederum ist dafür da, um das zweite Hormon, das sogenannte T3, zu aktivieren. Dadurch kann der Stoffwechsel reguliert werden. Die Schilddrüsenhormone beeinflussen jede Menge Prozesse im Körper, unter anderem die Darmtätigkeit, den Fettstoffwechsel und die Schweißproduktion. Zudem wirken die Hormone auch auf das Herz-Kreislauf-System. Sie sorgen beispielsweise für eine Erweiterung der Blutgefäße und sie können sowohl den Herzschlag als auch den Blutdruck erhöhen. Was ist nun eine Schilddrüsenunterfunktion? Eine Schilddrüsenunterfunktion, auch als Hypothyreose bezeichnet, liegt vor, wenn das Organ nicht ausreichend Schilddrüsenhormone produziert. Das wirkt sich nicht nur auf deinen Stoffwechsel aus, sondern auch auf das Wachstum, den Kreislauf und das psychische Wohlbefinden. Diese Erkrankung ist nur in den seltensten Fällen angeboren. Meist entsteht eine Unterfunktion durch Schädigung des Schilddrüsengewebes. Beispielsweise kann das durch eine Infektion geschehen. Darüber hinaus können auch schwere Jodmängel oder fehlerhafte Regelzentren im Gehirn eine mangelnde Hormonproduktion bedingen. In den meisten Fällen ist diese Erkrankung nicht heilbar. Sie kann jedoch gut mit Tabletten in Schach gehalten werden. Manchmal ist es nicht einmal die Schilddrüse selbst, die diese Erkrankung hervorruft, sondern bestimmte körperliche Vorgänge, die die Umwandlung von T4 in T3 verhindern, obwohl das Organ ausreichend Hormone produziert. Die Ursache für eine Unterfunktion ist in vielen Fällen eine Autoimmunerkrankung. Welche Symptome äußern sich bei einer Schilddrüsenunterfunktion? Bei einer Schilddrüsenunterfunktion wird oftmals versucht, nur die einzelnen Symptome zu bekämpfen, da diese nicht auf einen Mangel an Schilddrüsenhormonen zurückgeführt wird. Charakteristisch ist für diese Fehlfunktion, dass der Verlauf langanhaltend und vor allem sehr schleichend ist. Kann dein Körper nicht mehr mit ausreichend Schilddrüsenhormonen versorgt werden, kann es unter anderem zu folgenden Symptomen kommen. Hierzu zählen insbesondere ein hoher Cholesterinspiegel und Übergewicht. Diese Volkskrankheiten der westlichen Welt sind nicht immer auf eine schlechte Ernährung und eine mangelnde Bewegung zurückzuführen. Liegt eine Schilddrüsenunterfunktion vor, wird der Fettstoffwechsel verlangsamt, wodurch die Cholesterinwerte steigen. Dadurch, dass mehr Fett gebildet als verbrannt wird, kommt es in weiterer Folge oft zu Übergewicht. Da hilft auch keine Diät, denn da die Schilddrüse auch spezielle Wachstumshormone der Muskeln reguliert, kann trotz regelmäßiger sportlicher Betätigung kein Gewicht verloren werden. Zudem kann es trotz ausreichender Bewegung zu einem Muskelabbau kommen. Weitere Symptome sind Kälteempfindlichkeit bzw. Hitzewallung. Hitzeempfindlichkeit bzw. Wallung können nicht nur in den Wechseljahren auftreten, sondern auch bei einer vorliegenden Schilddrüsenunterfunktion. Durch die unzureichende Produktion von Schilddrüsenhormonen ist auch der Stoffwechsel betroffen. Dieser ist zuständig für die Steuerung der Körpertemperatur. Betroffenen ist deshalb nicht nur schnell heiß, sondern sie sind auch sehr kälteempfindlich. Zu den weiteren Symptomen gehören Blähung und Sodbrennen. Durch bestimmte Beschwerden der Unterfunktion kommt es infolgedessen zu weiteren Symptomen. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann als Folge einen Vitamin- und Eisenmangel hervorrufen. Das wiederum kann zu chronischen Verstopfungen führen, aber auch zu Blähung und Sodbrennen. Häufig ist es aber so, dass hier kein Säureüberschuss, sondern ein Magensäuremangel vorliegt. Viele Ärzte verschreiben bei Sodbrennen sogenannte Säureblocker, was genau falsch ist. Bei einer Unterfunktion wird weniger vom Hormon Gastrin erzeugt, was für die Ankurbelung der Magensäureproduktion verantwortlich ist. Die Folge ist ein Magensäuremangel, der sich durch Sodbrennen oder andere Probleme des Magen-Darm-Traktes bemerkbar macht. Auch Reizbarkeit, Benommenheit, Depression und Konzentrationsstörungen sind typische Symptome einer Schilddrüsenunterfunktion. Eine unzureichende Versorgung mit Schilddrüsenhormonen greift auch in den Glukosestoffwechsel ein.
Darunter leidet vor allem das Gehirn. Hierbei wird zwar genügend Blutzucker produziert, dieser gelangt allerdings nie in die Zellen, wodurch es zu einer chronischen Unterzuckerung kommt. Deshalb kommt es bei einer Schilddrüsenunterfunktion nicht selten vor, dass die Betroffenen gereizt sind und sich schlechter konzentrieren können. Zudem wird die Fettverbrennung durch diese Erkrankung verlangsamt, sodass der Energiepegel sinkt und sich Müdigkeit und Antriebslosigkeit breit machen. Auch bestimmte Hormone und Botenstoffe können durch einen gestörten Stoffwechsel das Gehirn nicht mehr erreichen. Das ist der Grund, warum es zu einer schlechten Laune bzw. im schlimmsten Fall zu einer Depression kommen kann. Zu den weiteren Symptomen gehören Unfruchtbarkeit und Impotenz. Durch eine Schilddrüsenunterfunktion kann es dazu kommen, dass weniger Testosteron produziert wird. Aber auch die Libido kann unter dieser Erkrankung leiden, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Bei Frauen kann es schilddrüsenbedingt zu einem Mangel an Progesteron kommen, was nicht nur die Menstruation verstärken kann, sondern auch das Ausbleiben des Eisprungs. Eine Schilddrüsenunterfunktion kann also vorliegen, wenn du langsamer sprichst oder denkst als sonst, unter einer Verstopfung leidest, ständig frierst, wenn dein Gesicht aufgedunsen wirkt, du mehr Schlaf brauchst und trotzdem immer müde bist, an Haarausfall oder trockener Haut leidest, Muskelschwäche oder Taubheitsgefühle bemerkst, brüchige Nägel und einen schwachen Kreislauf hast. Kommen wir nun zu der Schilddrüsenüberfunktion. Im Gegensatz zur Schilddrüsenunterfunktion werden bei der Überfunktion zu viele Schilddrüsenhormone produziert. Dies kann beispielsweise durch ein Überangebot von Jod hervorgerufen werden, dann ist aber auch eine deutliche Vorwölbung im Hals sichtbar. So eine Veränderung wird auch als Kopf bezeichnet. Viel häufiger aber ist die Autoimmunerkrankung Morbus Basedow daran schuld. Hierbei bildet der Körper Antikörper gegen das eigene Organ, die Schilddrüse. Die eigentliche Ursache dieser Erkrankung ist allerdings noch ungeklärt. Die gebildeten Antikörper stimulieren in diesem Zusammenhang die Zellen, die die Hormone bilden. Dadurch richtet sich die Produktion nicht mehr nach dem täglichen Bedarf. Eine Überproduktion ist die Folge davon. Meistens sind davon auch wieder Frauen betroffen. Welche Symptome äußern sich bei einer Schilddrüsenüberfunktion? Eine Schilddrüsenüberfunktion kann sich unter anderem durch Schluckbeschwerden und Heiserkeit ankündigen. Darüber hinaus kannst du davon betroffen sein, wenn du aggressiv oder besonders nervös bist, ruhelos bist, Schlafprobleme hast, schwitzt, obwohl es für andere nicht zu heiß ist, unter Durchfall und Herzrasen leidest, Gewicht verlierst, obwohl du normal isst, zitterst, dich erschöpft und abgeschlagen fühlst, brüchige Nägel und Haarausfall hast oder unter einem hohen Blutdruck und Herzrhythmusstörung leidest. Dass die Schilddrüsenüberfunktion durch eine Basedow'sche Erkrankung bedingt ist, merkst du unter anderem durch eine Veränderung der Augen. Beispielsweise zählen Druckgefühle, Lichtscheue oder eine Bindehautrötung dazu. Wer an einer Überfunktion leidet, erhält in den meisten Fällen Schilddrüsenblocker. Bei einem extremen Kopf kann es sogar so weit kommen, dass die Schilddrüse auf die Luftröhre drückt. In diesen seltenen Fällen kann allerdings nur noch eine Operation helfen. Welche Symptome deuten auf die Erkrankung Morbus Basedow und Hashimoto Thyreoiditis hin? Beide Immunerkrankungen betreffen die Schilddrüse, äußern sich jedoch einmal in einer Schilddrüsenüberfunktion und einmal in einer Schilddrüsenunterfunktion. Hierbei sind nicht nur die Ursachen total unterschiedlich, sondern auch die Folgen. Morbus Basedow sorgt dafür, dass bestimmte Antikörper im Körper gebildet werden. Diese stimulieren die hormonbildenden Zellen, damit mehr Hormone produziert werden. Dadurch kommt es zu einer Schilddrüsenüberfunktion, die sich vor allem durch folgende Krankheitsanzeichen äußern: brüchige, leicht fettende Haare, Haarausfall, rötlich und leicht schwitzende Haut, Durchfall, ein schneller Puls, Herzrhythmusstörungen, feuchte Augen, Schlafstörungen, schnelle geistige Ermüdung sowie Untergewicht trotz vermehrter Essensaufnahme. Bei der Autoimmunerkrankung Hashimoto richten sich Abwehrkörper gegen das körpereigene Immunsystem, genauer gesagt gegen das Schilddrüsengewebe. Dieses produziert Hormone. Die Folge davon ist, dass sich dieses Gewebe chronisch, also dauerhaft entzündet. Nach und nach wird es immer weiter zerstört und lässt das Schilddrüsenvolumen schrumpfen. Dadurch kommt es zu einem Mangel an Schilddrüsenhormonen und eben auch zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Wichtig ist aber anzumerken, dass sich diese Krankheit zuerst durch eine Schilddrüsenüberfunktion bemerkbar macht, die anschließend in eine dauerhafte Schilddrüsenunterfunktion übergeht.
Krankheitsanzeichen für eine Hashimoto-Erkrankung sind unter anderem trockene und brüchige Nägel und Haare, Verstopfung und Blähung, trockene Augen und Haut, Haarausfall, ein verlangsamter Puls, das erhöhte Bedürfnis nach Schlaf, Übergewicht, verminderte Konzentrationsfähigkeit, Antriebslosigkeit, nachlassende Gedächtnisleistung, eine verminderte Libido und Müdigkeit. Welche Symptome äußern sich bei einem Knoten oder einem Kropf? Ein Kropf ist die Bezeichnung für eine vergrößerte Schilddrüse. Hierbei kann das Organ entweder diffus, sprich nicht klar umgrenzt, oder durch Knoten gekennzeichnet sein. In den meisten Fällen ist die Schilddrüsenfunktion hierbei aber vollkommen normal. Diese Erkrankung wird auch als Knotenstoma bezeichnet. Es kann jedoch eine Kombination eines Kropfes mit einer Schilddrüsenüber- oder Unterfunktion vorkommen. Vorliegende Knoten oder ein Kropf äußern sich vor allem durch Luftnot, Schwellung der unteren Halsregion, einem enge Druck- oder Kloßgefühl im Hals und Schluckbeschwerden. Zusammenfassend lässt sich also sagen, Erkrankungen der Schilddrüse können sich auf viele verschiedene Weisen äußern. Generell gilt, dass Befindlichkeits- und Stoffwechselstörungen besonders typisch für eine Über- bzw. Unterfunktion des Organs sind. Liegt eine Entzündung der Schilddrüse vor, ist diese oftmals auch mit Schmerzen verbunden. Bei einem vergrößerten Organ kann es in weiterer Folge zu einem Enge- oder Druckgefühl im Hals kommen. Es gibt jedoch auch Erkrankungen der Schilddrüse, die für eine lange Zeit keinerlei Symptome machen und erst in einem fortgeschrittenen Stadium Beschwerden bereiten. Eine veränderte Schilddrüse kann sich zusammenfassend bemerkbar machen durch vermehrtes Schwitzen und Kälteempfindlichkeit, unregelmäßiger, verlangsamter oder beschleunigter Puls, zunehmende innere Unruhe, Antriebslosigkeit, Müdigkeit, vermehrter Appetit oder Appetitmangel, schnelle Gewichtsab- oder Zunahme, Beschwerden an den Augen, trockene Haut sowie Haarausfall und brüchige Nägel. Falls du jetzt allerdings denkst, oh mein Gott, ich habe eine Schilddrüsenerkrankung, bitte einmal tief durchatmen. Die genannten Symptome sind mögliche Begleiterscheinungen vieler Erkrankungen und Beschwerden. Wenn du allerdings schon einige Gänge zum Arzt hinter dir hast und er deine Symptome nicht in den Griff bekommt, dann kannst du ihn durchaus gezielt auf die Schilddrüse bzw. mögliche diagnostische Untersuchungen ansprechen. Anstatt immer nur die einzelnen Symptome zu bekämpfen, kann es sich oft lohnen, gezielt nach einer vorliegenden Erkrankung zu suchen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.